Let's play Drakensang. Wir waren beim letzten Video stehen geblieben auf dem Weg zum Dunkelwald. So, der Spielstand müsste gleich geladen sein. Einen kleinen Moment. So, ich habe auch schon mal beide mit einer Waffe ausgerüstet. Mein Hauptcharakter hat einen Speer und die Rolana hat ein Messer. Und dann geht's weiter. Ich werde hier immer wieder am Wegesrand Kräuter pflücken, weil das für alle möglichen Getränke, wichtig ist. Einbeeren habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, für den Einbeerensaft, das gibt Lebensenergie. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, die ich aber jetzt auch nicht auswendig weiß. Da hinten sind unsere ersten Gegner. Und das sind Wildschweine. Auf in den Kampf. Unser erster Kampf. Wildschwein gegen Mensch. Finte. Ausprobieren. Oh, ich habe sogar schon. Ich bin verwundert. Das macht mich wohl fertig, das Schwein. Mal gucken, was kann sie denn noch Wuchtschlag? Kurkum! Mach mal. Ja, das hat auch ordentlich reingehauen. 10 Schadenspunkte. Ich hoffe, ich überlebe noch. Ich habe vergessen, hier mich mit Einbeerensaft auszurüsten oder sowas. Habe ich überhaupt irgendwas schon? Ich habe nur Verband, damit werde ich nach dem Kampf die Wunde heilen, aber ich habe jetzt noch nichts. Kann ich die Einbeeren, glaube ich, auch essen. Aber ich versuche jetzt so durchzukommen. Den Kampf soll ich noch schaffen. Bitte. Ja. Okay, dann erstmal meine Wunden heilen und alle mal hergehört. Dann ihre Wunden heilen. Ich kann ihr auch einen Bogen geben. Ich habe schon 20 Pfeile. Muss ich mir mal überlegen, aber sie ist eigentlich ganz gut mit dem Messer. Ich finde, die hat ganz schön vielen Schaden damit gemacht. Okay, bei mir ist es misslungen. Muss ich leider nochmal machen. Ach. Ich kann das jetzt auch mit Tierkunde, das Tier noch häuten. Es gibt also zweimal, wenn man Glück hat. Fehlgeschlagen. Zweimal Beute. Okay, in dem Fall nicht. Ich guck gerade mal, was ich im Charakterbogen, welche Fähigkeiten. Ja, ich habe halt Heilkunde, Wunden nur 2 Fähigkeitspunkte, deswegen ist es bei mir jetzt dauernd fehlgeschlagen. Das kann ich aber schon mal erhöhen. Schauen, dass 4 reicht, dann Sinnesschärfe können wir vergeben für Klugheit und Intuition oder Selbstbeherrschung für Mut, Konstitution und Körperkraft, das finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Ein bisschen mehr Lebensenergie und
Astralenergie. Ich habe ihn sehr schlecht in Menschenkenntnis und Überreden. Das werde ich dann irgendeinem anderen Gruppenmitglied überlassen müssen, weil das aus dem Minus aufzusteigern, glaube ich, macht nicht so viel Sinn. Ich muss gerade nochmal gucken, was eigentlich Sanftmut bedeutet. Dieser Zauber beschwichtigt die Angriffslust eines Tieres, wobei es in vorübergehende Lethargie versetzt wird und von weiteren Angriffen ablässt. Das hätte ich natürlich jetzt mal auf die Wildschweine anwenden können. Muss ich mir merken, dass das eventuell funktionieren könnte. Okay. Das ist jetzt übernommen. Ja. Jetzt probiere ich noch einmal Wunden heilen, ob das jetzt besser geht. Dann lasse ich es, weil ich will jetzt nicht meine letzten Verband aufbrauchen. Noch einen mir geben. Okay, kurzer Blick auf die Karte. Wir sind jetzt hier oben. Rechts ist irgendwie so eine Höhle, da ist wahrscheinlich der Bär zu finden, der Kahlkopf, das ist da. Oben ist wirklich das mit den Räubern und links von uns relativ nah ist der Jäger, da gehe ich jetzt hin als nächstes. Ich finde übrigens die Wälder hier in dem Spiel sind sehr schön gemacht. Sehr viele dichte Bäume und es ist auch ein bisschen dunkler als außerhalb vom Wald. Gullmond, die Pflanze kann man für Gullmond-Tee benutzen. Da unten ist der Jäger, der kämpft gegen einen bösen Wolf. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Der Wolf ist nicht so schnell klein zu kriegen. Was kann ich für euch tun? Okay, wir können jetzt mit dem Jäger reden und wir stehen in seiner Schuld, weil wir ihm geholfen haben gegen den Wolf. Und ich werde das Gespräch im nächsten Video weiterführen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!